machen, wenn ich fertig bin? Fleißig dran. Enter. Dass sie den Techniker da mal bestellen, der mal die ganzen Geräte da... ja, der ist besetzt, ja, aber ich weiß gerade gar nicht, ob da schon jemand da ist tatsächlich. Ja, ich kann dir vor allem mal das Krankenhaus zeigen. Das, da sollten die Medics dann immer erreichbar sein. Gut, dann fahren wir da mal hin. Ich bin da. Okay, ich ruf mal bei den, also drück mal F1. Alles klar, gut, fahren wir mal hin. Und geh dann mal auf Einstellungen mit Pfeiltasten. Hm? Und dann drück mal Enter und dann sag mir mal, was bei My Number steht. 2499884. Was? So lange? Hm? Uff, okay. Ja, warte, ich sag dir am besten ganz kurz meine. Damit du meine weißt und dann versuch ich mal anzurufen. Meine ist 562. Wie heißt du da in Game? Michael Adams. Ui! Okay, dann lege ich jetzt hier auf und dann nehme ich einfach mal ein bisschen was auf, okay? Ja. Gut. Bis gleich. Wie redet man in Game? Das musst du noch anstellen bei Einstellungen. Ah, warte. Also Escape. Ja, Einstellungen. Dann Sprachchat und dann sage ich dir gleich, was du noch machen musst. Wie kriege ich jetzt... Achso, F1 ist das Handy. Warte mal, ich muss einmal das Handy loswerden. So. Wir fahren mal auf den Parkplatz. Sprachchat. So, also Einstellungen, Sprachchat, Sprachchat an, dann einen Lautsprecher auswählen, Sprachchat Lautstärke voll und Geräusche Lautstärke voll. Wie mache ich die Lautstärke? Mit Pfeiltasten oder mit Maus. Ja. So, und dann? Wenn man das hat? Wenn man das hat, dann dann gehst du weiter runter zu Mikrofon. So. Dann machst du das an, dann wählst du ein Mikrofon aus. Ja, habe ich. Dann machst du Mikrofon, Lautstärke und Mikrofonempfindlichkeit voll hoch. Mhm. Ist da sonst noch irgendwas? Ja, Standardwerte wiederherstellen. Okay, nee, sonst dann soll das passen. Und mit N gedrückt halten kannst du das dann reden. Du kannst aber auch umstellen auf deine Maus oder so. Wo du es am besten hast. Ja, gucken wir mal. Gut, dann lege ich hier jetzt. Ja. Lege ich hier jetzt auf. Warte. Ich will auflegen. Warte, ja. Bis gleich. Jo. Pillbox Hill Medical Center. Hallo? Ja, Adams. Hallo. Hallo, Herr Adams. Ja, hallo. Ich bin Zera Hacksalm und ich bin gerade in diese Stadt gezogen und ich würde mich sehr dafür interessieren, dass Sie mir weiterhelfen bei einer Jobsuche. Ja, als was würden Sie sich denn bewerben? Also ich habe eine Polizeiausbildung gemacht und ich suche natürlich jetzt einen neuen Job als Polizistin, als Cop. Okay. Ich bin gerade noch mit einem Justizler am Reden. Ich werde mich, sobald ich fertig bin, bei Ihnen melden. Und dann können wir alles Weitere im Polizeipräsidium besprechen. In Ordnung. Was denken Sie, wie lange das dauert? Weil ich bin hier gerade angekommen, Flugzeug ist weg, ich habe keine Taschen, ich habe kein gar nichts, kein Auto. Ich stehe hier gerade einfach so, nur dass Sie... Ja, circa 5 Minuten. Das ist sehr freundlich. Sollte das dauern. Ich schaue mich in der Zeit in der Stadt um. Okay, super. Dann bis gleich. Vielen Dank, Herr Adams. Auf Wiedersehen. Gut. Tschüss. Tja, da kommt man hier als Cop in eine neue Stadt. Dann gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Wo haben wir denn hier was? Kronos. Kronos. Travel Agency. Alles klar. Sollte ich auf der Straße stehen? Nein. Sehe ich vielleicht ein bisschen zu nuddelig aus für eine Polizistin? Aber ich glaube, das ist schon okay, oder? So, dann lass uns mal gucken. Wo haben wir denn hier was? Okay. Hier ist Pupi Guy, Polizei. Ist es die Polizeistation? Hm, kann ich das markieren? Kann man das markieren? Doch, Markierung. Du Kacke. Geh mal darauf. Geh mal darauf. Nun, hier. Gut, dann würde ich mal vorschlagen, wir gehen da jetzt zu Fuß hin. Gut. Naja. Rennen ist ja auch gut für den Körper. Ich habe nicht viel anderes gemacht in der Ausbildung. Gut. Dann geben wir mal Gas. Oh, ich komme aber ein bisschen schnell aus der Puste. Schauen wir mal. Gucken wir uns mal an, ob es das richtige die richtige Polizeistation ist. Oh. Gut, ich muss mich erstmal... Ich komme vom Land, ich kenne keine Ampeln. Scheiße. Jetzt darf ich. Ja! Nudel Exchange. Lecker Nudeln. Jetzt kriege ich Hunger. So. Weiter geht's. Weiter geht's. So. Ich fand die Charaktererstellung war so ein bisschen... Die hatten ja nur ugly faces. Naja, geht schon. So, hier vorne müsste das gleich sein. Erhaltener Gehaltscheck. Du hast deine Sozialhilfe erhalten. Oh, cool. Ich bin... Oh, ich muss ja jetzt stehen bleiben. Gilt das auch für mich, das Grün? Gilt das... Hä? Das ist Zebrastreifen. Ich gehe mal rüber. Was höre ich hier für Geräusche? Okay. Gehen wir mal hier rein. Hallo? 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 Ist da jemand? Kann man sich nicht mal hier Wasser bitte... Ach, selbst der Wasserspender ist leer. Oh, halt. Ich höre Funk. Das ist schon mal interessant. Ich bin hungrig und durstig. Kann man hier... Ist das eine Frechheit? Die sind alle leer. Sprunk. Ich brauche Arbeit. Ich darf jetzt nicht dahinter gehen, oder? Ist vielleicht nicht klug, wenn ich noch keine Mitarbeiterin bin. Hallo? Ventilator läuft. Was ist das für Stromverschwendung? Hallo? Armory. Ist jemand da? Hallo? Das gibt's ja gar nicht. Locker Rooms. Wie ist das mit Toiletten? Gibt's hier Toiletten? Verschlossen. Sales Briefing. Okay. Das ist doch unfassbar. Los Santos Police Department. Oder haben die alle Einsätze? Aber das kann doch nicht sein, dass hier alles unbesetzt ist. Das ist doch nicht normal. Ist das eine Frechheit? Arbeitslos Hartz IV. Klasse. 5000 $. Lasst uns doch nochmal auf die Map schauen. Okay. Klamottenladen. Das wird eine Bank sein. Okay. Tattoo-Studio oder was? Friseur. Da bekommt man die Telefonnummer und das gibt's doch gar nicht. Die Stadt ist wie ausgestorben. Das ist... War ich deshalb die Einzige im Flugzeug? Das gibt's ja gar nicht. Warum ist denn hier alles ausgestorben? Ich bin unbewaffnet. Aber ich habe Fäuste, ich kann mich wehren für den Fall. Falls eine Zombie-Apokalypse hier ausgebrochen. Hier liegt so viel Müll, warum das denn? Ist ganz schön traurig. Irgendwas stimmt hier nicht. Es kann ja auch nicht angehen, dass hier gar keiner ist. Meat Shavings, Big Savings. Was ist mit diesem Adams-Vogel? Hoffentlich kriege ich den Job. Ich bin ein bisschen punkig, oder? Vielleicht. Aber ich habe grüne Haare. Grün-schwarz. Was ist das? Was ist das? Winke ich daran? Hallo? Ja, hallo, Adams hier. Herr Adams, ich muss Ihnen gestehen, ich habe einen furchtbaren Klingelton. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, den Klingelton hat leider jeder. Das geht doch gar kein was an. Gut, Herr Adams, ich stehe hier vor der Polizeistation. Und ich bin gerade unterwegs. Niemand ist hier. Die ganze Stadt ist leergefegt. Ist hier irgendwas passiert, dass keine Menschen hier in der Stadt sind? Ja, das war relativ befüllt. Ja, ich komme gerade. Es war relativ befüllt damals. Und jetzt ist es halt, ja, darf ich auflegen? Leergefegt worden. Herr Adams, dankeschön. Bis gleich. Ja, bis gleich. Komischer Typ. Hallo. Einen wunderschönen. Hallo. Sie können mich hören? Gut. Ja. Ja gut. Ich verstehe Sie klar und deutlich. Doch bin ich nicht alt. Entschuldigen Sie bitte. Ich bräuchte mal einen kurzen Rat. Wie kann ich am besten, wenn ich ja natürlich spreche, manchmal bin ich ein bisschen verwirrt. Also das ist nichts gegen Sie, aber ich bin sehr oft am Computer und spiele ein bisschen GTA. Und da ist es so, dass ich das Sprechen auf N gelegt habe. Das würde ich aber gerne ändern. Wie kann ich denn das tun? Wissen Sie das zufällig? Das könnten Sie in den Einstellungen unter Tastaturbelegungen ändern. Können Sie mich hören? Hallo? Ja. Ja, das funktioniert auch wunderbar. Es tut mir leid, dass Sie warten müssen. Herr Adams, ich... Oh, Scheiße! Au. Entschuldigung, ich bin abgerutscht. Ja, alles gut. Es tut mir so leid, Herr Adams. Herr Adams, alles gut. Es tut alles mir sehr gut, leid. Herr Adams. Ja. Ich glaube, Sie sollten 2 Meter Abstand von mir halten. Ja, ich bin... Entschuldigen Sie bitte, es tut mir schrecklich leid, dass es... Reicht das so? Ja! Herr Adams, es tut mir furchtbar schrecklich leid. Ich bin sehr glücklich, dass... also ich bin Frau Zera Hacksalm, ich bin 25 Jahre und... bin in diese Stadt gekommen, nach Los Santos, und ich bin hier, um mich für einen Job als Polizistin zu bewerben. Ja, gerne. Wir können gerne mal reingehen und uns dann da unterhalten. Das ist wunderbar. Würde ich sofort vorschlagen. Es tut mir wirklich leid, dass ich Sie geschlagen habe. Kein Problem. Wie lange sind Sie schon hier in diesem Beruf? Ja. Oh Gottes Willen, Alter. Erzählen Sie weiter. Fragen Sie die Frage weiter. Ja, also wie lange arbeiten Sie hier schon in diesem Revier? Oh, schon mit Sicherheit ein Jahr. Oh, also noch nicht so lange. Ja, also für mich ist... Wo geht's hier lang? So ein Jahr zu arbeiten. Und sind Sie im Moment hier der Einzige oder haben Sie noch Kollegen hier? Zurzeit bin ich der einzige Polizist, ja. Oh, ach so, deswegen war das Büro leer. So. Also. Sie möchten sich als Polizistin bewerben, ja? Ja, sehr gerne. Okay. Oh Gott. Einen Moment, ich schreibe mir ganz kurz mal was auf. Also. Das ist 25 Jahre alt. So. Sagen Sie, rauchen Sie hier drin? Ja. Nein. Das stand da von den Vorgängern mal. Ach so. Wir haben bisher Leute mal, ja. Ach so, okay. Rauchen Sie? Tatsächlich ja. Warum? Ja, das ist halt immer so, ne? Wenn man unter Freunden ist, irgendwie zu Hause ist, die Freunde rauchen, langweilig, man weiß halt nicht, was man machen soll und dann fängt man natürlich auch an zu rauchen. Ist eine Scheiße, ja, aber ich versuche schon seit ein paar Monaten das wieder runterzuregeln. Okay, entschuldigen Sie, Sie dürfen gerne weitermachen. Ja. Ja, haben Sie einige Fragen an mich? Ja, genau. Diese Fragen, die suche ich mal ganz kurz über die Unterlage raus, weil ich ein bisschen, dass sich niemand beworben hat, habe ich die einfach in den Karton verstaut und einfach die wieder rausgeholt. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier raussuchen. Einen Moment. Ja, ist in Ordnung. Die sind aber ganz schön unkoordiniert, ja. Also, das ist ja nicht... Also weiß ich nicht, was das ist, aber eine sehr merkwürdige Stadt, muss ich ja gestehen. Ich habe CD. Was macht denn der Typ da? Hä? Ich denke wieder in meinen Gedanken. Was macht er denn da? Da habe ich ihn geschlagen. Das fängt ja nicht gut an. Sind Sie noch geistig anwesend? Eher nicht. Klasse Typ. Hm. Soll ich hier überhaupt arbeiten? Gibt es noch andere Polizeireviere? Das müffelt hier ein bisschen. Der hat aber einen komischen Arsch in der Hose. Was stimmt mit dem denn nicht? Da habe ich es doch jetzt. So, gut ans Klemmbrett hier. Okay. So. Okay, jetzt. Ja, hat ein bisschen lange gedauert. Also. Dann würde ich mal gerne wissen, wie ist denn so Ihre Lebensgeschichte? Nun, meine Eltern sind sehr vermögend und konnten mir damit natürlich jeglich beste Ausbildung genehmigen, die andere Kinder vielleicht nicht unbedingt hatten. Und ja, ich habe eine reine Weste, ich habe keine Anzeigen. Ja, ich bin eigentlich immer ein sauberer Mensch gewesen. Bis auf einmal, da habe ich feststellen müssen, dass meine damalige beste Freundin Drogen genommen hat. Und ja, da habe ich dann was dagegen getan, dass sie es dann nicht mehr tut. Okay. Okay. Was sind denn eigentlich so Ihre Stärken? Ich bin unglaublich teamfähig. Ich bin geübt mit Waffen. Ich kann sehr schnell rennen. Ich bin sehr fit. Ich mache regelmäßig Sport. Das spricht auf jeden Fall für mich, dass ich gut agieren kann, wenn es drauf ankommt. Ja, also auf jeden Fall ist meine Stärke... Ist da was? Auf jeden Fall, ich bin... Sie haben so an mir vorbeigesehen. Das hat mich ein bisschen irritiert. Aha. Nee. Alles gut. Mhm. Da machen Sie sich schon wieder. Ist da was? Nee, alles gut. Ich, okay. Ja, auf jeden Fall, meine Stärken sind auf jeden Fall, ich bin sportlich sehr aktiv, was natürlich auch für mich spricht. Ich bin intelligent, was auch eine sehr große Stärke von mir ist. Ich kann, als Kind habe ich schon immer angefangen, aus Spaß zu ermitteln, und das macht mir noch immer sehr viel Spaß, und deswegen wollte ich immer gerne Polizistin werden. Okay. Können Sie mir vielleicht Ihre Schwächen aufzählen? Ja, ich rauche. Allerdings nicht genug, dass es... also es ist auf jeden Fall eine große Schwäche von mir. Das wirkt sich aber nicht so stark auf meinen Körper aus. Also so viel rauche ich da nicht. Und eine Schwäche ist von mir halt, dass ich gerne spät zu Bett gehe und gerne auch länger mal schlafe. Neige aber nicht dazu, zu spät zu kommen. Okay, ja. Aber da kann man mit Sicherheit noch was dran machen. Also... Bestimmt. Ja. Okay. Sie haben gesagt, dass Sie schon eine Ausbildung als Polizistin haben. Können Sie mir bereits Erfahrungen bringen von vielleicht einem anderen Staat? Ja, nun, ich war viel auf Streife, ich habe sehr viel Menschenkontakt gehabt und ja, ich kann sehr gut mit Menschen und ich muss kurz überlegen. Nun, also meine Erfahrungen liegen halt ganz besonders, also ich bin gerne draußen, was natürlich ein bisschen Schwäche ist, auch noch nachträglich hinzugefügt, dass ich mache gerne Papierkram, aber viel lieber bin ich gerne draußen und habe dort viele Erfahrungen sammeln können. Ich war ja allgemein sehr viel auf Streife. Okay. Ja, können Sie mir sagen, wann Sie so circa immer in den Dienst treten würden? Nun, wann immer Sie mich brauchen. Naja, also die Frage ist halt, wann hätten Sie halt Zeit, in den Dienst immer einzutreten? Denn es ist ja von Person zu Person unterschiedlich. Manche Personen schlafen sehr gerne, sehr lange und kommen dann lediglich gegen 18 Uhr in den Dienst bis dann, keine Ahnung, bis 23 Uhr oder manche Personen sind den ganzen Tag da. Ne, da weiß ich natürlich nicht, wie es bei Ihnen ist. Also am liebsten würde ich immer arbeiten, weil Arbeit ist einfach, ich habe hier keine Freunde, ich habe hier noch keine Wohnung, ich habe noch gar nichts. Aber am liebsten doch schon abends, damit ich mich tagsüber vielleicht auch einrichten kann, vielleicht neue Sozialkontakte knüpfen kann. Ja, so ab 19 Uhr meistens könnte ich, denke ich, ja. Am liebsten würde ich immer, aber am besten ist 19 Uhr. Okay, 19 Uhr, ja. Gut. Ja, haben Sie denn irgendwelche Fragen an mich? Denken Sie, dass es noch mehr Polizisten geben wird hier oder wollen Sie der Einzige bleiben oder möchten Sie gerne noch mehr einstellen oder wie stellen Sie sich das Ganze hier so auf diesem Revier vor? Also ich persönlich möchte natürlich viel mehr Kollegen haben. Denn desto mehr Kollegen, desto besser ist es eigentlich. Und ich denke, in diesem Staat werden noch viele Personen einreisen. Und ich denke, da werden auch einige Personen interessiert sein an dem Polizeijob. Und ich denke, dass wir dann schon mehr Kollegen kriegen würden. Ja. Okay. Und wie ist das Klima hier so? Ja, also unterschiedlich, würde ich sagen. Und haben Sie sehr viel Kriminalität? Weil ich habe in dieser Stadt noch nicht so sehr viele Menschen gesehen. Wie gesagt, ich bin hier neu. Ich komme ja aus einem anderen Bundesstaat und das interessiert mich halt schon, weil ich habe nicht viele Menschen gesehen. Oder gab es hier irgendwie eine Krankheit? Oder ich habe gedacht, ich kam hier an und habe gedacht, hier ist eine Zombie-Apokalypse, dass hier kein Mensch mehr ist. Ja, das weiß eigentlich niemand, nur der Präsident weiß das, was hier passiert ist. Ich gehe davon aus, dass die Menschen einfach hier die Lust verloren haben oder vielleicht die Regierung damals was falsch gemacht hat und damit die Personen einfach ausgezogen sind und damit in einen anderen Staat gegangen sind. Ich denke, daran lag es, das kann aber Ihnen, wie gesagt, nur der Bürgermeister von diesem Staat sagen. Was hier wirklich passiert ist. Schon wieder so Ziel gekriegt. Und Kriminalität gibt es hier lediglich nicht so viel. Ich habe gestern jemanden gehabt, der hat 15 Monate Haft bekommen. Aber das war jetzt auch die einzige Person. Also es sind hier natürlich nicht nur eine Person, das sind hier auch nicht nur zwei Personen, das sind hier auch nicht nur fünf Personen. Es sind natürlich mehrere Personen hier, aber bisher habe ich nicht alle gesehen. Und ich denke, in Zukunft wird die Kriminalitätsrate natürlich etwas höher steigen, da mehr Personen, denke ich mal, in den Staat einreisen werden, wenn sie die Lust mal wieder dazu bekommen. Und dann denke ich, wird die Kriminalitätsrate auf jeden Fall ansteigen und somit bräuchten wir natürlich auch mehr Kollegen, die das Ganze dann auch bewältigen können. Und ich glaube, es wird in der Zukunft schon sehr, sehr gut werden. Okay. Wie sieht das dann aus? Wann erfahre ich dann, ob ich den Job bekomme oder nicht? Ich werde das jetzt gleich auswerten. Sie können natürlich sich die Stadt weiter anschauen. Sie können natürlich aber auch gerne warten. Und dann werde ich Ihnen so in circa, keine Ahnung, 2-3 Minuten wieder Bescheid geben. Gut. Ich kann ja auf dem Flur warten. Genau, ich werde das mal ganz kurz auswerten. Super, ich danke Ihnen. Gut, bis gleich. Ja, bis gleich, ich hänge fest. Irgendwie stimmt was mit Ihren Stöhnen nicht. Entschuldigung, verzeih mir.